Ja, viele kennen ja das Problem, man ist unterwegs, in einem Internetcafé, in der Bücherei, einfach in einem offenen Netzwerk und man vertraut dieser Infrastruktur nicht so wirklich. Also man ist immer skeptisch, man kennt den Betreiber nicht, man weiß nicht, wer das ist, man weiß auch vielleicht nicht, wer sonst noch in dem Netzwerk unterwegs ist. Und ja, das ist einfach eine Unsicherheit. Genau deswegen haben wir im Rahmen von Jugend Hackt X-Ident entwickelt. Kommt nichts. Und zwar wird ein Key auf dem Server generiert, der wird dann ans Handy geschickt und dann kann man das auf der Webseite von uns eintragen. Und dann wird man über den Proxy auf die Webseite weitergeleitet und da angemeldet und statt dem Key wird einfach das Passwort angegeben, das auf dem Server gespeichert ist. Ja, der Proxy muss dabei verschiedene Aufgaben erfüllen. Er muss erstmal die Pakete richtig weiterleiten. Er muss auch die URLs im HTML so modifizieren, dass eben die URLs wieder auf den Server selber zeigen. Also man muss quasi auf der Website navigieren können und die Header müssen auch richtig gesetzt werden für Cookies und sowas. Ja, wir machen das auch gleich mal direkt eine kleine Demo. Dafür gehen wir in den Browser. So, und dann. Nun zeige ich euch das Funktionsbetrieb unseres Proxy-Servers. Und zwar müssen wir auf unsere Website, die wir programmiert haben, gehen. Und als Test nehmen wir mal die Website der Uni Ulm. Geben wir hier ein. Und wenn wir auf Go klicken, verbinden wir uns über unseren Proxy-Server auf die Website von Uni Ulm und sind somit in unserem ranzigen Internetcafé sicher unterwegs. Der Server läuft auf einem Raspberry Pi im Nebenraum, den wir auch selbst aufgesetzt haben. Und wir könnten auch auf der Webseite hier rumklicken, wie wir wollen. Wir bleiben permanent auf unserem Proxy. Genau, und jetzt gibt es natürlich noch das mit dem Login. Da haben wir auch was vorbereitet. Wir haben jetzt hier eine App. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, da ist die App. Und da geben wir jetzt quasi einfach diesen Key, den wir hier erhalten haben. Der aktualisiert sich gleich. Oh, ja, okay, der passt. Den gibt man jetzt einfach ein. Deswegen brauche ich das Gerät. So, gebe ich jetzt einfach ein. Ja, so, und wenn wir uns jetzt einloggen, kommen wir jetzt gleich in erfolgreich eingeloggt. Genau, und das funktioniert. Das hilft quasi, dass man sich überall einloggen kann, in jedem System. Und das geht alles über uns. Oder wenn man will, kann man sich diesen Server auch daheim installieren und muss man nicht uns vertrauen, sondern einfach nur sich selber. Man ist überall sicher unterwegs.